Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 22. Dezember. An das Landgericht, nachrichtlich an die Staatsanwaltschaft. 218JS4895-14. 593 STVK239-14. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter, bezüglich Ihres Schreibens vom 15. Dezember 2014, gefertigt am 16. Dezember, welches mich heute am 22. abends erreicht, bitte ich höflich um Fristverlängerung der Gelegenheit zur Stellungnahme bis 12. Januar 2015, da meine Verteidigerin, Frau Rechtsanwältin, erst am Montag, 5. Januar, aus den Weihnachtsferien zurückkehrt und ich mich ohne Einsicht in die Akte außerstande sehe, Stellung zu nehmen. Ich kenne keinen Beschluss vom 8. November 2018, welcher Beschluss den dienstlichen Erklärungen der Richter am Landgericht Thurms und Heiß, die ihren oben genannten Schreiben Anliegen zufolge wesentlich für die Erkenntnis einer Befangenheit zu sein scheint. Oder handelt es sich um eine Verwechslung? Immerhin war der 8. November 2014 ein Samstag und es liegt mir ein Beschluss vom 5. November vor, in Klammern erneute dritte Begutachtung mit wiederum Diagnosensuche und Gefährlichkeitsattestatsantrag, Klammer zu, ist jener Beschluss gemeint, dass das Blatt Nummer 159 Band 3, welches Herr Richter H. als meinen Widerspruch gegen eine Strafaussetzung zur Bewährung wertet und als Rechtsgrundlage für meine Inhaftierung ansieht, zu einem anderen Verfahren gehört, ist ja nun offensichtlich. Am 4. November 2014 gegen ein Fehlblatt ausgetauscht, das ist natürlich heftig. Eine Smoking Gun sozusagen. Nun, was soll ich jetzt hier im Krankenhaus des Maßregelvollzuges noch? Zwei Gutachten, die mir eine Gemeingefährlichkeit bescheinigen, sind nachgewiesen falsch, wobei das erste Gutachten der Frau Dr. Medjanita Wiese nicht einfach so falsch ist, sondern vorsätzlich, in Klammern Dolus Directus ersten Grades, Klammer zu, falsch angefertigt wurde. Das zweite Gutachten ist teils deswegen falsch, weil es die falschen Tatsachenbehauptungen des ersten Gutachtens übernimmt, teils weil es sich auf die falschen Tatsachenbehauptungen der Krankenakte beim KMV stützt, wobei die Fälsche der KMV-Akte bereits Ende Juli 2014 nachgewiesen werden konnte, in Klammern siehe meine Stellungnahme zum Gutachten der Frau Dr. Mette Kauter, Klammer zu. Weshalb ich mich am 7. November 2014 dem Gericht am 11. November gefaxt auch darüber beschwerte, die Akte zur Begutachtung zu verwenden, Bearbeitung der Beschwerde durch die 93. Kammer Fehlanzeige, abgesehen von einer Übersendung an die Staatsanwaltschaft ZUV, in Klammern, was bedeutet das? Soll ich hier warten, bis die Damen und Herren Psychiater sämtliche denkbaren Diagnosen durchdekliniert haben und es ihnen wieder erwarten, doch in einem Fall zufällig gelingt, ihre Hirngespinste für wahr zu verkaufen? Wie lange soll das denn bei mir dauern, abgesehen von der völligen Absurdität der Situation, die sich ein Vergleich mit totalitären Rechtssystemen klaglos gefallen lassen muss? Vielleicht 10 Jahre wie beim Herrn W., der Ihnen, Herr Vorsitzender Richter, dem Vernehmen nach bekannt ist, 10 Jahre der Manipulation des Gerichtes, 10 Jahre seelische und chemische Grausamkeiten, bis der Erfolg der Zurichtung zur besonderen Verwendung eingetreten ist und dann laufen lassen? Was ist mit meinem Pflichtverteidiger Schäfer, der ja auch in der Causa Wanke Flankenschutz des Menschenraubes leistet? Bin ich den jetzt bitteschön wenigstens möglicherweise unverzüglich endlich los? Auf oben bezeichnetes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die 93. Kammer, die Herren E, T und H, hätte ich liebend gerne verzichtet. Ich betrachte mich durch die Rechtshändel mit den Gangstern der brandenburgischen ambulanten forensischen Psychiatrie und Teilen der Potsdamer Staatsanwaltschaft bereits überreichlich beschenkt. Aber was soll ich Bauarbeiter denn tun? Mich nach Gusto irgendwelcher offensichtlich schwer gestörter Akademiker, von denen zweifelsfrei eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, einkochen lassen? Dass es eine Weile dauern wird, bis ich in Anführungsstrichen al dente Anführungsstriche oben bin, können Sie bitte auf www.facebook.com Johannes Buhlmann 3 nachvollziehen. Mit freundlichen Grüßen, eine gesegnete Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschend Ihr Johannes Buhlmann.